Recht herzlich willkommen zur fünften Folge vom Planet Nomads. Ja, wir haben unser Auto da abgestellt. Es hat letztes Mal wie bekloppt geruckelt. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, schlechter ist, aber es ist halt so gewesen. Liegt bestimmt daran, dass es auch noch eine Alpha ist. Und naja, wir müssen gucken, wie wir damit klarkommen, ne? So, hier ist schön dunkel drin, da können wir durchlaufen. Und es wird, glaube ich, draußen auch schon wieder dunkel. Und wir müssen jetzt mal überlegen, was wir noch machen wollen. So, tja. Können wir noch hier so 1000 Sachen machen, aber so wirklich interessant ist das jetzt nicht. Flat Window, 1x2. Achso, das Flat Window könnte man ja dann auch mal gerade da oben, unten einbauen. Geht das? Mal gucken. Warte mal. Das B wieder gedrückt. Und dann haben wir noch ein Fenster hier draußen irgendwo, ne? Da geht er nicht hoch, das ist auch schade, ne? Hier ist doch ein Fenster, ne? Gehen wir mal auf die 3. Ja, das sieht nicht so aus, als ob die 3 jetzt gerade sich so drehen möchte, dass er da reinpasst, ne? Ne, das war's nicht. Das ist jetzt auch nicht das Fenster, wo ich sagen würde, das passt da rein, ne? So, schade. Gut, anderes aussuchen. Ist es das vielleicht? Ja, das wäre schon machbar, aber ich krieg's Fenster nicht rein, ne? So, jetzt müsste ich das in der Achse drehen können. Aber wie? Das ist die Frage. Nee. Dann holen wir uns mal gerade Hilfe hier. VLOOK. Control Zoom View. Ah, vielleicht kann man es mit der Maustaste machen. Switch View. V. Flashlight. Spacebar. Assistance. Tools. Use. Holster. Building, okay, das ist das richtige. Place Block, Rotate Block. Ah, mittlere Maustaste. Change Axis mit X. Und Image Block, okay. Dann nochmal das Ganze auf 3 und. Sieht cool aus, ne? Wie sich da. Ah. X, dann. Warte mal, so. Nee, so. Und dann. Nee, so. Wow, Fenster eingebaut. Cool, oder? Oh, das war die falsche Taste. Escape-Taste nicht. Wenn, dann müssen wir hier die 1 drücken, um wieder leere Hände zu kriegen. Und das Fenster ist dann drinne. Passende Größe, sieht doch schick aus, oder? Naja, schick ist was anderes, aber ist halt so. Ja, wir haben einen hellen Sonnenschein und der Scheinwerfer leuchtet heller wie die Sonne. Krass, oder? Na, okay. So, dann haben wir ein Häuslein gebaut, wir haben das gebaut. Ja, was sollten wir dann noch tun? Hier wollten wir noch erweitern im Endeffekt. Ja, wenn wir jede Folge mal so ein bisschen hier was machen, dann geht's ja auch voran, ne? Weiß nicht. Na komm schon. Ich weiß noch nicht, wo wir hinbauen wollen, sozusagen. Das ist ja auch die nächste Sache. Ah, jetzt habe ich 2 weggemacht. Der musste gar nicht weg. Gut. Dann haben wir schon wieder ein Stück Land mehr. Ein Land mehr, ne? Das ist cool, oder? Land. Fenster geht auf, Licht geht an. Tja. Update ist in der Zwischenzeit nicht gewesen. Also, ne? Bringt das auch nicht so viel. Ein bisschen bauen können wir jetzt. So.
Da müssen wir uns wohl hinbewegen, dass wir den da hinkriegen, richtig? Sonst geht das nicht. Ja. Gut, dann haben wir wieder ein Stück mehr gebaut. Jetzt müssen wir mal gerade überlegen, dass wir die 9 nehmen. Das ist die Tür. Jetzt bin ich gerade überlegen. Hier haben wir die Tür auf der anderen Seite gemacht. Müssen wir mal gerade gucken, ist die innerhalb des Rahmens oder außerhalb? Innerhalb, okay. Dann machen wir das da mal auch so. Gut. Andere Seite machen wir das auch. Hier ist so ein Verbindungsgang, würde ich mal sagen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Ich glaube da nicht. Da doch. Aber ich glaube, da war das nicht passend. Wenn wir dahin gehen, ist es nicht passend. Wir müssen es wohl so aufbauen. Gut, und dann machen wir die Tür weg. Und ist die Frage, ob der Generator, den wir da haben, der da noch Strom hinmacht. Ja, zurzeit sieht das gut aus. Gut. Aber die gehen nicht auf. Ja, ist auch doof jetzt mit der Steuerung, ne? Automatische Funktion. Automatische Funktion. Geht. Geht, okay. Ist genug Saft wohl da. Alles klar. Ja, die Türen gehen ja auch nur im Moment auf und na, die Scheinwerfer da oben sind jetzt ein bisschen über, ne? Obwohl, dann ist Licht innen, das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Bauen wir noch ein bisschen weiter gerade. Ne, warte mal, den nehmen wir weg. Und ich würde sagen, wir machen die Ebene auf jeden Fall 2 Steine breit hier. So wie auf der anderen Seite auch. Noch den Boden ergänzen. Da auch noch hin. So, und dann wäre da die Tür zu bauen. Und die neuen Norden aufgerufen. Passt. Gut. Die haben wir eingebaut, die 9. Und der Scheinwerfer leuchtet diese Tür an. Die kann aber nicht gehen, weil wir ja keinen Strom haben, ne? Geht das auch noch? Geht wohl auch noch. Wenn die jetzt alle auf und zu gehen, dann müssten die Lampen ausgehen, wenn nicht genug Saft da wäre. Ist aber wohl genug Saft da. Gut, okay. Hier der Raum. Bauen wir gerade noch weiter. So, 2. Etage drauf. Da sind auch noch ein paar Steine zu setzen. Aha, okay, da haben wir es falsch gemacht. Da fehlte noch einer.
oder drei Steine. Ich dachte, das wären nur zwei. Okay, das ist nicht schlimm. Kriegen wir schon eine. So. So, eins, zwei, drei. Geht das dahin oder geht das da nicht hin? Okay, dann ist das Dach angesagt. Und passt. Oh, so weit weg da hinten eingebaut. Du glaubst es doch nicht, oder? Gut, einmal raus. Gut, passt. Lassen wir erst so. Okay, dann sind wir da schon ein Stück weiter. Ja, da. Ist ein bisschen langwierig jetzt, ne? Also es ist nicht so ganz so dolle, das Bauen, ne? Da muss man noch überlegen, dass man da nicht... Das ist wirklich doof, ne? Wie willst du denn da die Steine setzen dann? So. So. Ja. Gut. Was ist das für ein Schatten, der da drauf ist? Ist das so ein hoher Baum, der den Schatten wirft? Krass, oder? Ja, da kriege ich auch nichts hin hier. Das wird alles zu kompliziert. Ist die Frage, ob wir das überhaupt dann zubauen können irgendwie. Muss da noch einer hin? Ne, da muss noch einer hin. So, jetzt ist die Wand zu, ne? So. Ja, jetzt ist hier zu dunkel dran. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich müsste jetzt schon noch die Lampe sogar wegbauen da oben. Habe ich auch gemacht. Es ist dunkel. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir da sind oder nicht sind.
Vielleicht ist es zu, vielleicht ist es auch nicht zu. Irgendwo sind die Türen. Ich müsste mal raus, wen draußen. Wunderbar, dass das geklappt hat. Ich habe nie mit gerechnet. Aber wir machen das mal ganz einfach so. Oh, guck mal, das ist auch cool, ne? Dann konnte ich ja jetzt richtig sehen, wo noch ein Loch ist und wo nicht, ne? Jetzt war hier noch irgendwo eins, aber irgendwie geht der Stein da jetzt nicht rein. Da ist es. Ist cool, oder? Hey, das ist ja stark. Der kann gar nicht sich verletzen beim Runterfallen, ne? Der wäre automatisch. Ah, der Scheinwerfer ist noch da. So, jetzt ist zu. Guck mal, der fällt nicht runter. Der macht die Düsen an, wenn er runterfällt. Naja, okay. Haben wir ein bisschen erweitert, das Dach drauf gebaut. Wollen wir hoffen, da ist noch einen, den wir falsch gebaut haben. Den machen wir mal weg. Wollen wir hoffen, dass wir irgendwie ein Update kriegen, wo es dann hier ein bisschen spannender wird, dass da noch was reingepatcht wird. Ne? Aussehen tut es ja eigentlich ganz nett und gut. Aber so richtig fehlt uns da was, ne? Oder? Ja, müssen wir mal gucken. Was hätten wir denn noch so anzubieten hier gerade? So unter Baustein meine ich jetzt. Basic. Ja, das sind denn hier so. Weiß ich jetzt auch nicht. Kann man die denn so? Nehmen wir mal das. Nee. B wieder zu. Gehen wir da ins Licht. Und dann wollen wir mal hier. Ist das auf 2 liegt das? Oh, das ist ja ein Riesending. Da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet, dass es so groß ist. Guck mal an. Jetzt muss ich den nur drehen, ne? Ist nur die Frage, in welche Richtung, ne? Ah, so. Aber er packt da nicht an. Das ist die Richtung. Das snappt da nicht ein, das kann sie nicht so zusammenbauen. Na, oder? Ne, geht hier jetzt nicht dran, ne? Schade, ne? Warte mal, jetzt drehen. Und jetzt dran machen. Jetzt haben wir einen schönen Raum. Geht das da auch nochmal? Ne, das ist die falsche Richtung. Jetzt muss ich nochmal die Achse drehen. Das hat geklappt. Aber, nee, das hat doch nicht geklappt. Die Höhe passt mir nicht. Dann müssten wir das da oben nochmal machen. Das hat jetzt gepasst. Und jetzt müssten wir da noch... Ja, der snappt da schon ganz richtig ein, aber... Da ist er richtig, ne? Ja. Und da unten jetzt noch hin? Den kriege ich da nicht richtig hin, ne? Ha, jetzt ist diese Wand richtig gemacht. Jetzt können wir da reingehen, ne? Und dann können wir zubauen. Okay, das ist auch so ein Bauteil. Ja, weiß ich nicht.
Müsste man jetzt hier eigentlich das wieder wegmachen und nochmal unter B gucken, dass man jetzt ein tunnelmäßig was machen kann, ne? Das wäre wahrscheinlich das dann, ne? Machen wir das mal auf die 2. B wieder weg. 2 hin und dann gucken, wie wir das da hinkriegen, ne? So, das war die falsche Richtung zum Drehen. So. So müssen wir drehen. Okay, ich glaube, so wird es funktionieren. Das ist nur zu tief, ne? So, jetzt haben wir's. Schöner Gang wird das. Könnte das werden, sagen wir es mal so. Ja, gut, okay. Aber ich denke mal, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.